werde mal auf ein paar Fragen eingehen, die häufiger gestellt wurden. Mit der Frage, die, glaube ich, am allerhäufigsten oder mit am häufigsten gestellt wurde, und zwar, was aus unserer Berliner Wohnung wird. Wir hatten ja schon, bevor wir diese Reise überhaupt angetreten haben, gesagt, dass wir nicht von heute auf morgen alle Brücken in Berlin abbrechen wollen. Abbrechen, abbrennen? Ihr wisst. Und so werden wir es auch weiterhin handhaben, obwohl wir natürlich schon hierher ziehen werden, in das Haus fertig machen, die Kinder werden hier zur Schule und in die Kita gehen. Wir werden aber vorerst die Berliner Wohnung behalten. Was genau damit passiert in der Zeit, wo wir nicht dort sind, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber es wird wahrscheinlich so sein, dass Richard und ich auch sowieso regelmäßig nach Deutschland müssen. Oder zumindest gelegentlich zum Arbeiten. Das ist der aktuelle Stand zur Berliner Wohnung, also wir behalten sie erstmal. Dann kam häufig die Frage nach Sprachkenntnissen, sowohl auf mich bezogen, Richard, und auch die Kinder. Die Kinder wachsen aktuell zweisprachig auf, mit Polnisch und Deutsch. Richard spricht ausschließlich Polnisch mit den Kindern. Sie werden dann natürlich in Frankreich sozialisiert und dadurch automatisch die Sprache lernen. Die sind ja noch so klein, da wird es absolut überhaupt gar kein Problem sein. Ava wird in der École élémentaire, heißt es, glaube ich, die Sprache lernen, und Liv dann in der Crèche oder in der Krippe oder mit der Tagesmutter. Ich gebe denen 6 Monate, dann sprechen die fließendes Französisch. Also was heißt, Liv fängt ja dann eh erst an zu sprechen. Also das sehe ich absolut unproblematisch, sogar eher als Vorteil, dass sie dreisprachig aufwachsen dürfen, und irgendwann kommt dann noch Englisch dazu. Ich halte das für eine sehr, sehr große Chance für die Kinder, die sie dadurch bekommen. Viele haben mich gefragt, woher ich Französisch kann, warum, wie gut und so weiter. Ich hole einfach mal ein bisschen aus. Ich hatte Französisch in der Schule bis zur 11. Klasse. Ich war auch immer ganz gut in Französisch. Dann habe ich es abgewählt und nicht bis zum Abi gemacht, weil, keine Ahnung, kein Bock mehr. Was natürlich nicht cool ist. So, deswegen jetzt schon mal vorweggenommen der Tipp an alle, egal welches Alter, wenn ihr die Möglichkeit habt, Sprachen zu lernen, lernt Sprachen. Das ist das Allergeilste, was ihr machen könnt. Ich habe auch nie, und da ärgere ich mich so wahnsinnig drüber, so viel zum Thema, man bereut nur die Sachen, die man nicht gemacht hat, nie einen Schüleraustausch gemacht. Weder so, wir hatten auch deutsch-französische kürzere Schüleraustauschprogramme, so meine 2 Wochen in eine Gastfamilie und so. Und dann auch dieses klassische ganze Schuljahr, was man mal weg kann. Viele gehen ja dann in die USA in der Schule und so. Habe ich alles nicht gemacht, und ich... So dumm einfach. Wisst ihr warum? Weil ich mich nicht getraut habe. Und das ist der allerblödste Grund, den es überhaupt geben kann. Naja, dann hatte ich nochmal die Gelegenheit, Französisch zu lernen, und zwar habe ich in Nizza studiert, und ich habe auch in Nizza gelebt, ein Dreivierteljahr lang, habe in einer sehr internationalen Gruppe studiert, also der Studiengang war auf Englisch, Französisch und Deutsch, und war sehr anspruchsvoll. Deswegen habe ich mich in die Sprache nicht gleichzeitig reingehängt. Also ich habe mich ins Studium reingehängt und dann nicht so sehr in die Sprache, obwohl ich vor Ort war. Und auch das würde ich heutzutage anders machen, weil ich hatte die Chance. Ich kann dadurch recht gut verstehen, weil ich auch auf Unterricht auf Französisch hatte, auch niveauvollen Unterricht, nee, anspruchsvollen Unterricht. Deswegen ist mein Verständnis recht gut, aber ich habe es nie richtig praktiziert zu sprechen. Und das war einfach dumm. Das war wieder eine verpasste Gelegenheit, deswegen nochmal, wenn ihr die Gelegenheit habt, nutzt sie, es ist so wertvoll. Daher kommt so mein ganz solider Grundstock an Französischkenntnissen, viel mehr im Verständnis als in der Sprache. Ich denke, das wird relativ schnell kommen. Ich bin auch jetzt, wo ich wieder die Gelegenheit habe, sehr, sehr ehrgeizig, was die Sprachkenntnisse angeht. Richard,
Wie sind deine Französischkenntnisse so? Nein, Richard fängt jetzt gerade tatsächlich bei Null an. Ich glaube, Richard kann mittlerweile ein Glas Rosé auf Französisch bestellen und sagen, wie er heißt. Genau, also Richard fängt dort an und mal gucken, wie das so läuft. Nochmal ganz kurz zu den Kindern, weil die Frage auch öfter kam, weil ihr wahrscheinlich auf Instagram mitbekommen habt, dass wir für Liv aktuell noch eine Betreuung suchen ab Herbst. Und einige haben gefragt, warum für Ava nicht. Bei Ava ist es so, die kriegt auf jeden Fall einen Platz in der Schule. Seit 2 Jahren gibt es in Frankreich ab 3 Jahren Schulpflicht. Das heißt, es besteht nicht die Gefahr, dass Ava keinen Platz bekommt, weil es, wie gesagt, Schulpflicht gibt. Das bedeutet ganz praktisch, wir müssen sie nur einschreiben und dann geht sie in diese Schule. Richard, ich freue mich richtig, hier zu wohnen. Mein Ziel ist, und ich mal schauen, wie ich das erreiche, dass ich in einem Jahr fließend Französisch spreche. Ist das zu schaffen? Ja, ne? Klar. Es geht los mit allen bürokratischen Sachen, administrativen Sachen, die wir so zu tun haben. Wir fahren jetzt los, holen eine Prepaid-Karte und ein günstiges Handy, einfach damit wir eine französische Nummer angeben können. Das brauchen wir für die Bank, das brauchen wir für die Kita und die Schule. Morgen haben wir einen Termin in der Krippe und einen Termin bei der Bank, um ein Konto zu eröffnen. Und es geht jetzt alles so seinen Weg. Das Bankkonto brauchen wir dann natürlich auch, um unsere Stromrechnungen zu bezahlen, also den Stromanbieter. Ich muss mich jetzt ums Baby kümmern. Wir haben das günstigste Smartphone gekauft, was es gab. Ich glaube, das hat 70 Euro gekostet. Richard wollte dann plötzlich so ein Klapphandy kaufen, so ein 2003er Klapphandy. Was hätte das gekostet? 60 oder 50. Genauso teuer, auch bescheuert. Aber naja, viel geiler. Jetzt haben wir das, was uns jetzt noch fehlt, ist die SIM-Karte. Und die Damen in dem Geschäft meinten, sowas kriegt man in einem Tabakladen, also in so einem Kiosk-Zeitschriftenladen-Ding. Also weiter geht's. Wir haben jetzt was, was hoffentlich das ist, was wir brauchen. Ich habe gerade das erste Mal ein nicht so freundliches Erlebnis gehabt mit der Dame in dem Tabakgeschäft, die mir das verkauft hat. Ich habe mit meinem minderwertigen Französisch versucht, ihr beizubringen, was ich brauche. Und sie hat mir immer die gleichen Sachen gesagt, die ich auch verstanden habe, teilweise. Und sie hat sich einfach überhaupt keine Mühe gegeben, mir zu helfen und mir zu erklären, was sie als jetzt das Problem empfindet. Und mir dann irgendwann das in die Hand gedrückt, was dann sich so angehörte, als wäre es genau das, was ich brauche. Aber der Weg dahin war relativ schwierig. So. Aber auch das gehört zu der Erfahrung. In Berlin sind alle Leute so, denke ich mir immer. Deswegen nehme ich das jetzt einfach überhaupt nicht persönlich und ich bin richtig stolz auf mich, dass ich das jetzt so relativ schnell so abschütteln kann, weil mich das immer sehr mitnimmt, wenn Leute unfreundlich zu mir sind. Ich nehme das immer sehr zu Herzen. Aber diesmal, je m'en fous, sagt man, glaube ich, auf Französisch, oder? Wenn es falsch ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn es voll der Quatsch ist, den ich gerade gesagt habe. Ich meine mich zu erinnern, dass man sowas zu solchen Gelegenheiten sagen kann. Ich glaube, ich habe die Nummer. Oh, 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 jetzt kommt es drauf an. Dann kam ein
paar Fragen zum Haus. Ich mache das mal relativ schnell, weil wir das euch natürlich alles noch zeigen werden, wenn wir dann in dem Haus sind. Wie groß ist das Haus? Das Haus hat 2 fertige Stockwerke, also das Erdgeschoss hat 80 Quadratmeter und das Und darüber ist der Wohnbereich, also mit den Schlafzimmern, der hat auch noch mal circa 80 Quadratmeter. Und dann gibt es noch einen Dachboden, der super in Schuss ist, aber noch nicht bewohnbar. Also der muss noch isoliert werden, da muss noch ein ordentlicher Boden rein, solche Sachen. Und sehe ich aktuell als meine größte Herausforderung oder unsere größte Herausforderung, weil der muss halt komplett geplant werden. Es ist momentan ein riesengroßer Raum und da muss man natürlich irgendwie schlau überlegen, was möchte man da unterbringen, wie teilt man es auf, weil wir wollen jetzt nicht nur so einen riesen, ja, weiß ich nicht, einen riesen Arbeitsraum, wo 2 Schreibtische drin stehen. Aber es soll auf jeden Fall der Arbeitsbereich werden von uns. Dann schließe ich direkt an mit der nächsten Frage, ob es ein renovierungsbedürftiges Haus ist. Jein, eigentlich nicht. Wir haben uns dazu entschieden, keine Ruine zu kaufen, wo man wirklich alles machen muss. Weil wir da gerne halt direkt einziehen möchten und B, weil wir uns viele Sachen einfach auch nicht zutrauen. Also ich finde es auch super beeindruckend, wenn man so Sachen macht wie Leitung verlegen und Strom und bla bla bla, aber ist es unser erstes Haus und ich wollte mir jetzt nicht bei dem ersten Haus, es klingt jetzt so, als würden wir doch 30 weitere Häuser kaufen, aber ihr wisst, was ich meine, so das erste eigene Haus wollte ich jetzt nicht kernsanieren, so, oder wir. Aber wir haben mit diesem Dachboden auf jeden Fall noch eine Riesenfläche, wo man sich total austoben kann und ich habe auch natürlich andere Projekte, die ich gerne umsetzen möchte. Ein großes Projekt ist zum Beispiel der Garten. Da habe ich auch noch gar keine Ahnung, weil ich nie einen hatte. Und viele haben gefragt, wie groß ist der Garten? Der Garten ist nur 250 Quadratmeter, ist der Hauptgarten sozusagen. Und vor dem Haus gibt es noch einen kleinen Garten, der ist 100 Quadratmeter. Aber das ist für mich als Gartenanfänger ganz cool und was ich daran ganz gerne mag. Aber wie gesagt, das erzählen wir euch alles noch, wenn ihr das seht. Dass es dadurch so ein ganz gemütliches Gefühl gibt. So alles ist so eine Einheit, das Haus mit dem Garten, es ist so überschaubar. Und die Kinder haben trotzdem genug Platz, um sich da auszutoben. Man kann dann, wenn man Geld und Zeit und Muße hat, da noch einen Pool reinbauen. Und auch da gibt es halt super viel Potenzial. Und dann wurde noch die Frage gestellt, auf welches Makeover, von welchem Raum ich mich besonders freue. Ich weiß gar nicht, auf alles. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Respekt vor diesem Dachbodenprojekt. Nicht deswegen, weil ich denke, dass wir das so vom Skill-Level nicht hinkriegen. Ich glaube schon, was mir im Moment am meisten Respekt einflößt, ist tatsächlich die Planung. Also zu planen, wo kommt vielleicht eine Wand hin oder eine halbe oder eine Glaswand oder nur ein Regal als Trennwand. Wo sind die einzelnen Bereiche, die wir da einbauen wollen und was überhaupt? Arbeitszimmer, Gästezimmer, beides, nur das eine. Aber es ist so spannend. Wenn wir euch das Haus zeigen, werde ich auch noch mal ganz detailliert darauf eingehen, warum wir uns jetzt genau für dieses Haus entschieden haben, warum das für uns so perfekt ist. Ich glaube, das interessiert auch manche vielleicht auch im Hinblick darauf, worauf man achten sollte, ihr achten könntet, wenn ihr selber gerade sucht, wo man vielleicht nicht im ersten Moment drauf kommt oder wo man sich erstmal reinfühlen muss. Das war ja bei uns auch ein Prozess. Wir wollten am Anfang was ganz anderes, würde ich sagen, so rein vom Kopf her. Was es dann nicht geworden ist und warum es nicht geworden ist, erzählen wir euch dann auch noch. Ich mache das jetzt nicht, weil es, glaube ich, schöner ist, wenn ihr das anschaulich habt, wenn ihr Bilder zum Haus seht und dann auch besser nachvollziehen könnt, warum es das geworden ist und nicht das, was wir uns ursprünglich vorgestellt haben. Wir haben heute eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht erfahren. Wir waren heute Morgen
zu einem Termin in einer Krippe in unserem Einzugsgebiet. Und ich kann euch das nochmal genauer erklären, falls es euch interessiert. Wahrscheinlich eher nicht so, weil es für die wenigsten relevant ist. Die Krippen haben sozusagen ein System. Das heißt, wir haben uns da jetzt sozusagen angemeldet. Und leider erfahren, dass es für Liv im September erstmal keinen Krippenplatz gibt. Aber wir sind da jetzt auf der Warteliste. Das heißt, wenn eine der, ich nenne es jetzt mal Kitas, für die kleinen Kinder einen Platz bekommt, also einen Platz frei wird, dann werden wir benachrichtigt. Das war erstmal so ein bisschen, wir hatten gehofft, wir würden einen Platz bekommen. Aber wir werden am Dienstag eine Tagesmutter in unserem Ort treffen, die einen Platz frei hat. So, und jetzt hoffen wir halt natürlich, dass wir die sympathisch finden, dass, ja, dass sich das gut anfühlt mit ihr, weil sie hätte ab September auf jeden Fall einen Platz. So, und das werden wir jetzt Dienstag mal abchecken. Und das wäre für uns natürlich auch eine schöne Sicherheit, zu wissen, dass Liv auf jeden Fall untergebracht wäre dann im September, wenn Ava dann auch in die Schule geht. Wir sind in Montpellier. Ich war hier noch nie und der erste Eindruck ist sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ich habe schon einige Einrichtungsläden und Antiquitätenläden gesehen, die ich sehr interessant finde. Wo wir jetzt nicht reingehen, weil mit Kindern ist sowas einfach super stressig. Aber ach, das ist einfach, diese Häuser sind einfach so schön. Wir sind gerade in der Altstadt. Ich weiß gar nicht, wie viel Einwohner Montpellier hat. Ist nicht riesig, aber einigermaßen groß für französische Verhältnisse. Als nächstes so ein schönes Stadthaus. Nein, wir sind jetzt sehr happy erstmal mit unserem Haus, was wir haben. Ist ja auch ein Dorfhaus. Auch so angenehm, dass es zwar belebt ist, aber es wirkt so ganz ruhig, so entspannt irgendwie. Ist total angenehm. Also, wir haben übrigens gerade nachgeguckt, hat 280.000 Einwohner, wirkt wie halt eine richtige Stadt. So. Und ich finde es ganz angenehm, weil im Vergleich zu Berlin ist immer alles klein, aber wenn es dann trotzdem so städtisch wirkt, finde ich das immer so angenehm, weil mir das in Berlin halt so dieses krass Große gefällt mir mittlerweile einfach gar nicht mehr so gut. Deswegen. Und hier ist es natürlich einfach viel schöner. Dann kam natürlich oft die Frage, was Freunde und Familie dazu sagen, beziehungsweise wie wir uns damit fühlen, unsere Freunde und Familie in Deutschland zurückzulassen. Also natürlich sind alle traurig und finden es schade, dass wir dann so weit weg wohnen. Die meisten oder alle freuen sich aber auch für uns, dass wir das jetzt einfach machen und ausprobieren. Bei uns ist es, also ich spreche jetzt mal für mich, natürlich ist es auch ein lachendes und ein weinendes Auge, weil ich werde natürlich den Kontakt zu meinen oder den persönlichen Live-Kontakt mit meinen Freundinnen vermissen. Unsere Eltern wohnen sowieso oder die Familie wohnt sowieso nicht in Berlin. Da hat man auch immer eine Reise, die wird dann ein bisschen weiter auf jeden Fall. Bei mir ist aber ganz, ganz vordergründig das Gefühl und der Gedanke, und ich glaube, das kommt auch rüber, es wird immer wieder bestätigt, ist dieses ich muss das jetzt mal machen. Und Richard fühlt sich halt genauso. Und
wenn es nach hinten losgeht und man denkt, irgendwann feststellt, so war das zum Beispiel bei einer sehr guten Freundin von mir, die lebt seit 10 Jahren in Frankreich. Die geht jetzt den umgekehrten Schritt. Die kommt aus Berlin und geht jetzt mit ihrer Familie nach Berlin. Sie zurück und ihre Kinder und ihr Mann dann das erste Mal nach Berlin. Und sie entscheidet sich jetzt gegen das schöne Wetter, das gute Klima, das gewohnte Umfeld für die Nähe zur Familie. Und wir machen genau das Umgekehrte. Aber ich denke, man muss es einfach mal gemacht haben, um dann vielleicht nochmal die Prioritäten neu zu setzen oder festzustellen, ja, das war genau das Richtige. Dann kam immer wieder die Frage, warum es Frankreich geworden ist. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen spielt natürlich die Sprache eine ganz, ganz große Rolle. Dadurch, dass ich einen guten Grundstock habe im Französischen, ist der Anfang natürlich viel leichter. Wir hätten es in Italien auch gemacht, wenn es geklappt hätte. Da hatte ich ja auch schon angefangen, Italienisch zu lernen, ganz ambitioniert. Was ich nicht bereue, auch wenn es nichts geworden ist, weil Sprachenlernen immer was Gutes ist. Aber so ist es natürlich leichter. Weiterer Grund ist, Frankreich ist einfach wunderschön, gerade diese Ecke, für die wir uns jetzt entschieden haben, kam auch immer wieder die Frage. Wir versuchen übrigens kurz zu dem Thema, unseren genauen Ort nicht zu nennen. Die Gründe werdet ihr verstehen. Wir sind im Departement Aude, das ist im Süden an der spanischen Grenze. Könnt ihr euch auf der Karte mal angucken. Und wo war ich? Ach so, warum Frankreich? Ja, natürlich kommt immer wieder das Argument, ja, Deutschland hat auch ganz tolle Ecken und so. Ungenommen, absolut, will ich überhaupt gar nicht dagegen argumentieren. Das hat aber auch jetzt mit den Immobilienpreisen zu tun gehabt, dadurch, dass wir auch nach Südeuropa wollten, dass Frankreich mir vertrauter ist, dadurch, dass ich schon in Frankreich gelebt habe, als jedes andere südeuropäische Land, dass ich einen Heidenrespekt habe vor allen anderen bürokratischen Systemen. Frankreich auch, aber ich glaube, die Franzosen sind noch bürokratischer als wir, um das mal so ganz platt und pauschal zu sagen. Aber es ist uns, glaube ich, so von der Herangehensweise und von der Handhabung bürokratischer Prozesse am ähnlichsten. Das waren so verschiedene Gründe und wir haben hier einfach wahnsinnig viele schöne Häuser gesehen und das Potenzial habe ich in Frankreich am meisten gesehen, was zu finden, was ich einfach wunderschön finde. Das waren jetzt so einige Gründe. Falls ihr noch mehr Fragen habt, immer gerne. Ich versuche so offen und transparent wie möglich mit euch zu sein. Viele haben auch nach der Finanzierung gefragt. Darüber werde ich dann am besten sprechen, wenn es bei uns final ist. Ich kann jetzt ewig weiter labern. Ich glaube, wir lassen das für heute. In Saint-Pierre-la-Mer sind wir am Hafen und wir genießen den Tag. Es ist Samstag, es ist sehr windstill, es ist sonnig und sehr schön. Wir waren letztens schon mal am Strand, da war es sehr, sehr windig und dementsprechend ein bisschen frisch, aber heute ist es herrlich. Das letzte Mal war es auch herrlich. Ich kann überhaupt nicht glauben, dass wir hier bald leben werden. Ich finde so Häfen, so Yachthäfen haben ja immer was. Ich habe ja in Nizza gelebt, den Hafen mochte ich auch total gerne, aber ich würde niemals, selbst wenn ich die Kohle hätte, mir niemals ein Boot kaufen, weil ich bin furchtbar seekrank. Ich kann sowas gar nicht. Also so ein Boot ist für mich der reinste Horror. Nee, geht gar nicht. Ich bin gerade sehr, sehr glücklich.
ich es gar nicht fassen kann, dass wir hier leben werden. Dass wir einfach nur eine halbe Stunde hierher brauchen werden. Vielleicht ganz kurz mal dazu, wie es jetzt auf diesem Kanal weitergeht. Jetzt ist ja die schöne Frankreich-Reise fast vorbei, aber es geht ja in Berlin weiter. Es wird weiterhin, tut mir leid für alle, die das vermissen, keine DIYs mehr großartig geben, glaube ich, weil es einfach keinen Sinn macht, jetzt vor unserem Umzug jetzt noch weiter irgendwie IKEA-Hacks zu machen oder zu streichen oder irgendwas zu basteln, was man dann wieder mitnehmen muss, wo man nicht weiß, ob man es dort gebrauchen kann, macht einfach gar keinen Sinn. Ich weiß, dass die allermeisten dafür Verständnis haben. Oh, meine Frisur. Die meisten haben ja dafür Verständnis. Vielen Dank dafür. Es wird natürlich viel darum gehen, was wir da jetzt zusammenräumen, ausmisten. Das interessiert, glaube ich, auch viele. Ich freue mich da auch total drauf. Ich habe da voll Bock drauf. Als allererstes wird die Werkstatt ausgeräumt. Wir haben es gar nicht auf YouTube thematisiert. Während wir in Frankreich waren, hatten wir schon wieder, manche erinnern sich vielleicht an die Katastrophe im letzten Jahr, schon wieder einen Wasserschaden, der nicht von uns verschuldet war, sondern einfach, wir haben immer Probleme damit. Diesmal kam das aus der Wohnung über uns. Und wir hatten richtig Glück, dass zu der Zeit, als es passiert ist, gerade ein Freund von Richard den Schlüssel hatte und bei uns gewohnt hat und auch in der Werkstatt war, weil er da regelmäßig was holen musste. Und der hat es gemerkt und deswegen haben wir auch das direkt geklärt mit der Hausverwaltung und so. Long story short, wir haben immer Probleme mit der Werkstatt, deswegen ist es die erste Mission, da endlich auszuziehen, was ja sowieso gut ist, weil wir das jetzt eh machen müssen. Da müssen wir aber auch großzügig ausmisten zum Wertstoffhof, also zum Recyclinghof, unsere Restholzgeschichten da abgeben, was da alles so dranhängt an so einem Umzug und zu Hause dann natürlich auch, weil wir wollen natürlich nicht, ich meine, wir haben ja nicht viel Krempel, behaupte ich jetzt mal. Und ausgemistet ist ja im Großen und Ganzen, aber trotzdem lohnt es sich vor einem Umzug die Gelegenheit zu nutzen und nochmal alles durchzugucken. Also darum wird es jetzt die nächsten Wochen und Monate gehen und unsere Hochzeitsvorbereitungen laufen natürlich weiterhin. Es gibt weiterhin Vlogs mit mehr oder weniger gewohnten Themen. Mal gucken, was jetzt so auf uns zukommt. Also ich freue mich sehr, wenn ihr weiter dabei bleibt und wir uns jeden Sonntag hier sehen.